Machen wir Fussel weg. Also Ihnen euch allen ein herzliches Grüß Gott. Willkommen hier bei uns im Internationalen Presseclub, zu unserem heutigen Presseclub-Forum. 30 Jahre Telezeitung München, 30 Jahre privates Fernsehen in Bayern, in Deutschland. Die Idee hatte unser Presseclub-Vorstandsmitglied Uwe Brückner. Schön, dass du das gemacht hast. Ja, die Idee zu dem Abend entstand irgendwann im Sommer. Der allererste Sendestart wäre gewesen 1. November 1983, das wären dann jetzt fast genau 30 Jahre. Da begann schon die geistige Vorarbeit dessen, was dann später privates Fernsehen werden sollte. Und zwar ist es ein Baby, was von 48 bayerischen Tageszeitungsverlegern auf die Welt gebracht wurde. Das Team war schnell gefunden. Man hat ein bisschen genassauert von den Journalisten, die es schon gab aus der Zeitung. Uwe Grenne, so ein Musterbeispiel, kam vom Süddeutsche Verlag, Peter der Mühl, Joachim Hauschild kamen vom Merkur. Und dann hat man von der Filmhochschule Absolventen und Studenten angeheuert. Und einige, aber trotzdem, die beim BR schon großes Fernsehen gemacht haben. Was an Programm-Output damals realisiert wurde mit der Truppe, das waren 20 Personen, das war eine halbe Stunde werktags. Und damals hat man schon diese Erfindung des rollierenden Programmes praktiziert. Wir haben den Zuschauern immer gesagt, wir und den Politikern, wir rollieren deswegen, damit wir jedem Zuschauer die Möglichkeit geben können, egal wann er uns sehen möchte, uns auch sicher zu empfangen. Aber mehr als eine 30-Minuten-Sendung hätten wir auch gar nicht geschafft. Das Ganze, was im Grunde Sinnvolles ist dann passiert, Franz Georg Strauß, der mit Herrn Linzmeier, das war ein CSU-Abgeordneter aus, glaube ich, in Berliner CSU-Abgeordneter, und noch zwei weitere, haben dann den ersten deutschen Ballungsradiosender TV Weiß-Blau gegründet. Und da war dann eine gewisse Fortführung der Telezeitung in Kooperation mit TV Weiß-Blau. Ich weiß noch immer, als ich mich am Telefon in dieser Kooperationsform gemeldet habe, kam Franz-Georg Strauß zu mir und gesagt, nein, das heißt nicht Telezeitung München, TV Weiß-Blau, Herr Brückner, das heißt schon TV Weiß-Blau, Telezeitung München. Sisi Pitzer ist seit 30 Jahren Medienjournalistin, sehr, sehr aktiv im Bayerischen Hörfunk zu hören und schreibt für eigentlich alle namhaften Medienseiten der Republik. Und kennt uns seit 30 Jahren. In dieser Vorgeschichte habe ich die Einladung, heute Abend zu moderieren, natürlich besonders gerne angenommen. Denn alle, die hier oben sitzen, haben die Telezeitung gemacht und ich saß sozusagen auf der anderen Seite des Schreibtisches und habe die Telezeitung beobachtet. Damals war Medienjournalismus ja noch wirklich ein großes Thema und ein richtiges Ressort. Heute ist es ja überall total runtergefahren worden oder ist auch irgendwie zu PR zum Teil verkommen. Aber in den 80er Jahren hatte der Medienjournalismus seine Hochzeit, da haben wir noch richtig Sachen aufgedeckt, Skandale und irgendwelche Personalien und irgendwelche Schiebereien hinter den Kulissen, das gibt es alles schon lange nicht mehr. Und ich kann mich noch gut entsinnen an die Telezeitung und an euch alle eigentlich, die hier oben sitzt. Ich darf mal kurz das Podium vorstellen hier oben und hoffe, dass ich einigermaßen zusammenkriege, was die Leute heute damals gemacht haben und heute machen. Ich fange mal von Ihrer Seite aus gesehen links an. Sundro Ganser kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern, immer mit der Kamera auf der Schulter, also sozusagen der Kameramann der Telezeitung, immer und überall dabei. Immer etwas angefressen, wenn er sich bei einem offiziellen Termin in ein Jackett oder irgend sowas ähnliches zwängen sollte, sah auch immer etwas merkwürdig aus. In Jeans warst du irgendwie doch mehr zu Hause. Ist bis heute so geblieben. Damals, ja, das dachte ich mir. Neben ihm sitzt Beate Schmidt-Aschmann, die damals bei der Telezeitung als Redakteurin und Reporterin tätig war. Sie meinte vorhin so ein bisschen Mädchen für alles Aktuelle, außer Kultur und Sport. Es gibt Männer, die haben es im Kopf und es gibt Männer, die haben es eher hier. Ich kann Ihnen versichern, dass die Männer der Telezeitung ausnahmslos zur ersten Kategorie gehören. Das ist gut. Das merke ich mir. Und sie ist dann weitergegangen zu Sat.1, zum dortigen Regionalfenster, war Chefredakteurin bei TV München. Neben ihr sitzt Uli Krenn, auch bei der Telezeitung als Redakteur und Moderator damals tätig. Ja, manche von Ihnen werden jetzt sagen, da schaut es an, die von der Telezeitung, kaum sind sie 9 Monate alt und schon fängt das neugeborene Kind an, Münchner Stadtgeschichte zu schreiben. Aber das ist eine alte Weisheit, die Kleinen, die gehen ja immer mit wachsameren Augen durch die Welt als die Großen.
Und ich glaube, dieses Jahr 1984 hatte, ohne jetzt unbescheiden zu sein, seine großen Höhepunkte sowieso erst nach unserer Geburt. Ja, vielleicht hat man damit aber auch gewartet, bis es die Telezeitung gibt. Und heute ist er in der PR als Berater bei Merzhäuser, einer Kommunikationsagentur hier in München. Dazwischen viele, viele Stationen bei der Tele 5, beim Süddeutschen Verlag, bei Werben und Verkaufen als Chefredakteur. Neben mir auf der anderen Seite sitzt Dieter Mudrag, der in der Telezeitung Aufnahmeleitung gemacht hat. Also ich stelle mir das so vor, dass du versucht hast, irgendwie diesen bunten Haufen zusammenzuhalten und dazu zu bringen, dass sie jeden Tag pünktlich auf Sendung gingen. Die waren schon pünktlich. Ja. Was nicht, sicherlich nicht so einfach war. Und inzwischen ist er als Fernsehautor unterwegs, vor allem für die ARD. Und last but not least, meine liebe Freundin Dagmar Werther, die bei der Telezeitung für die Kultur unter anderem zuständig war, dann lange Zeit beim Bayerischen Fernsehen ganz viel gemacht hat. Das alles aufzuzählen würde jetzt, glaube ich, hier den Rahmen sprengen. Guten Abend, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich an diesem verregneten Maiabend zur heutigen Sendung. Freuen Sie sich auf die nächsten 30 Minuten Tagesgeschehen aus München. München erlebt im Frühjahr den heißesten Wahlkampf seiner Geschichte, den Kampf um die Macht im Rathaus.